Ihr seid abgetrennt von Christus und aus der Gnade gefallen, schreibt Paulus wiedergeborenen Christen in Galatien. Bedeutet das etwa, dass ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen kann? Definitiv nicht. Was heißt diese Aussage? Nun, die Galater waren wiedergeborene Christen in der Region Galatien und diese hatten überhaupt keinen jüdischen Hintergrund. Das waren also nicht Juden, die zum Glauben kamen an Jesus Christus. Aber sie wurden aufgesucht von Judaisten, also von jüdischen Falschlehrern, Irrlehrern. Und diese brachten ihnen die falsche Lehre, indem sie sagten, ein wiedergeborener Christ muss noch das mosaische Gesetz einhalten, um Gerechtigkeit zu haben vor Gott und auch als Grundlage und Basis des Glaubenslebens. Und diese falsche Lehre war der Anlass des Briefes. Und Paulus erklärte in diesem Brief den Hintergrund des mosaischen Gesetzes, dass es zu einer anderen heilsgeschichtlichen Epoche gehört, dass es den Juden gegeben wurde als temporärer Zuchtmeister und dass kein Mensch gerechtfertigt werden kann vor Gott durch die Einhaltung des Gesetzes, sondern einzig und allein durch den Glauben an Jesus Christus und dass das mosaische Gesetz nicht mehr die Lebensrichtlinie ist der wiedergeborenen Christen und abgelöst wurde durch Christus und der Gnade. Und er warnt nun die wiedergeborenen Christen in Galatien, die in der Gefahr standen, diese Irrlehre anzunehmen und das Gesetz in den Mittelpunkt ihres Glaubenslebens zu stellen. Er warnt sie davor und sagt, wenn ihr wieder so lebt, als ob ihr durch Gesetzeswerke gerechtfertigt werdet vor Gott, wenn ihr das Gesetz zur Grundlage und zum Zentrum eures Glaubenslebens macht, dann entfernt ihr euch in praktischer Weise von Christus und seinem Segen. Ihr trennt euch ab von Christus und seinem Segen, der von ihm ausgeht in Bezug auf euer praktisches Glaubensleben. Und ihr verlässt den Boden der Gnade, ihr geht aus dem Boden der Gnade heraus und stellt euch auf den Boden des Gesetzes. Ihr fällt aus der Gnade, heißt das. In praktischer Weise geht ihr in den Wirkungsbereich des Gesetzes und verlässt den Wirkungsbereich der Gnade, das ist damit gemeint. Hier geht es nicht darum, dass ein wiedergeborener Christ verloren gehen kann, sondern hier geht es um die Frage, was ist das Zentrum und die Basis des praktischen Glaubenslebens eines Christen? Ist es das Gesetz oder Christus um die Gnade? Und es ist nicht das Gesetz, es ist nicht die Lebensrichtschnur der Christen, sondern es ist die Gnade und der Glaube an Christus, es ist Christus selbst. Und das ist der Gedanke hinter dieser Aussage.